Hi Leute, ich sitze hier gerade in einer dieser kleinen Kabinen in San Francisco International Airport und ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was ich alles in meinem Rucksack und in meiner kleinen Handtasche dabei habe für diesen fast 12-Stunden-Flug. Ist immerhin doch eine lange Zeit und es wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern, bis ihr alles sehen, bis ich alles euch gezeigt habe. Deshalb starten wir jetzt gleich mit dieser kleinen Tasche hier. In dieser kleinen Handtasche befindet sich einmal mein Portemonnaie mit allem Drum und Dran. Das muss immer griffbereit sein, warum auch immer, wegen Geld und bla. Und dann habe ich hier natürlich mein Passport mit der Boardingkarte. Muss auch immer griffbereit sein, deswegen ist es auch nicht in meinem Rucksack, weil es einfach viel zu lange dauern würde, bis ich das immer rausgekramt hätte. Und dann habe ich einen Kugelschreiber, den habe ich immer hier drin. Ball halt. Und dann habe ich hier noch drei so, es sind glaube ich Datteln mit Schokolade überzogen. Die sind von der Schule, von Saudi-Arabien, es ist auch Arabisch drauf irgendwie, ja. In Saudi-Arabien sind die und ich habe hier meine Kopfhörer und ich habe hier Kaugummi und hier habe ich noch einmal, also es sind normale Pfefferminz-Kaugummis, hier habe ich noch einmal die Cinnamon-Kaugummis, meine Droge, Leute, meine Droge. Und dann habe ich hier meine Laktose-Tabletten, weil ich laktoseintolerant bin und die brauche. Genau, und das ist das, was ich immer so griffbereit hier in der Tasche habe. Natürlich mein Handy, aber das lädt hier gerade an der Steckdose. Kommen wir zu meinem Rucksack, meinem schweren, tollen Rucksack, den ich übrigens auch immer für die Schule dabei habe. Yes. This is a transportation study and an evaluation of the airport and the airlines. Okay. Yeah, sure. Thank you. I'll do that. The English and the French there. Thanks. Ich habe hier gerade eine Umfrage bekommen, die werde ich dann wahrscheinlich auch machen. Ich habe so viel Zeit, ich habe 2 Stunden Zeit, von dem her mache ich das wahrscheinlich. Kommen wir jetzt aber zum Inhalt von meinem Rucksack. Ich habe einmal hier eine Mütze. Die habe ich aber eigentlich mehr dabei, weil die nicht mehr in meinen Koffer gepackt hat, der sowieso schon Übergewicht hat. Aber ich fand auch, dass sie eigentlich zu diesem Outfit ziemlich gut passt. So Traveler-Outfit irgendwie. Ich kann eigentlich gerade auflassen. Das sieht eigentlich gut aus. Dann habe ich natürlich in einer Plastiktüte, aber die Sachen werde ich jetzt gerade wieder umfüllen. Und zwar in dieses kleine Täschchen hier. Da habe ich noch andere Sachen dabei, nämlich eine Linsenpassette. Das ist so aus Silikon. Hier drin ist so eine kleine Creme für Fieberblasen, die ich manchmal kriege. Leider, oh, ich hasse das. Dann habe ich hier, das kommt später, natürlich auch noch die Linsenflüssigkeit, weil ich später dann die Kontaktlinsen rausnehmen möchte, weil ich nicht schlafen kann mit Kontaktlinsen drin. Eine kleine Handcreme, die ist ganz klein, die ist so 50 Milliliter, darf man natürlich mitnehmen. Und ja, man kriegt halt immer so mega trockene Hände so im Flugzeug und deshalb habe ich die halt immer dabei. Dann habe ich eine kleine Nasensalbe von Pepanthen, weil meine Nase... Weil, ja, ich eben die Nasencreme habe ich dabei, weil ich immer, wenn ich, also ich bin im Moment sowieso noch erkältet und wenn ich schnäuzen muss, habe ich immer eine mega trockene Nase, ich brauche das einfach. Dann habe ich eine kleine Zahnpasta dabei. Ich habe auch eine Zahnbürste, die ist in diesem Fach hier, weil ich halt einfach manchmal das Bedürfnis habe, meine Zähne zu putzen, weil wenn ich so lange unterwegs bin, ist das einfach eklig und das graust mich. So, das ist hier drin, das ist immer hier drin, das bleibt auch hier drin, mehr oder weniger. Und dann habe ich hier noch eine Lippenpomade, die beste auf der ganzen Welt, von Carmex und meinen Lieblings Lippenstift von Yves Saint Laurent, der scheiße aussieht, weil ich ihn nicht richtig zugedreht habe. Ja, das ist der hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Farbe... Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, also welche Nummer das ist, aber guck mal, wie kacke der aussieht. Das riecht mich richtig auf, ich habe den nicht richtig zugedreht. Ja, das ist mein liebes Lippenstift, den habe ich auch immer dabei, der ist aber hier in der Innentasche. Total heiß und diese Mütze. Apropos Schwitzen und so, ne? Ich habe ein Deo dabei, weil ich ja nicht stinken will, wenn ich da in Zürich ankomme. Ja, und da kommen wir auch schon zum
fetten Inhalt hier. Ich habe einmal hier eine so Trainerjacke dabei. So, Trainerjacke, schwarze, ey, die ich mir dort gekauft habe. Und ich habe meine Trainingshose, also so eine Gammelhose dabei, eine Chillerhose. Ich werde mich nämlich gleich auch umziehen, weil ich habe eine Jeans an, eine schwarze Jeans, und ich möchte nicht in der Jeans 12 Stunden im Flugzeug sitzen. Das ist einfach unangenehm. So, ich komme hier zum Brillenetui. Wow, sehr spektakulär. Dann habe ich hier einen Tangle-Teaser dabei für meine Haare. Ja, der hat aber auch einfach keinen Platz mehr in meinem Koffer, aber finde den ganz nützlich. Dann habe ich hier so Kopfhörer dabei, die man hier so zusammenknaufen, also so zusammenfalten kann, für im Flugzeug im Feld zu sehen oder zu arbeiten am Laptop. Dann habe ich eben auch mein Brillen-Etui dabei mit der Brille drin. Muss ich euch gar nicht zeigen. Oh, eine kleine Schokolade mit Bacon. Mit Bacon, Leute. Da, Bacon. Dann habe ich noch die ganzen Krimskrams dabei, zum Beispiel mein iPad für unterwegs, mein Bicini. Ein Buch, übrigens mein Lieblingsbuch, Way of the Peaceful Warrior. Es ist in Englisch, habe ich hier angefangen zu lesen, bin noch nicht weit gekommen. Bin ungefähr in der Hälfte. Dann habe ich hier ein Notizbuch, wo ich meine Ideen reinschreibe für YouTube und so weiter. Und da habe ich ein Nintendo 3DS dabei. Der ist natürlich ausgeschalten, aber ja. Oh mein Gott, das ist zu viel. Dann habe ich hier einen Haufen Papier, alles Mögliche, was man irgendwie braucht. Was ich gebraucht habe für die Anreise. Ich habe es einfach wieder mitgenommen. Man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Und dann habe ich hier, ich nehme ihn jetzt nicht raus, meinen Laptop zum Arbeiten. Der ist auch ausgeschaltet. Sonst ja, gibt es Ärger oder so. Natürlich das Kabel, bla bla. Dann habe ich hier Flauschifinken dabei. Ich habe die mir gekauft, als ich eigentlich von Las Vegas im Bus nach Hause gefahren bin. Es war einfach viel zu kalt und da dachte ich mir, ach, ich bin so blöd, ich kann die eigentlich gerade mitnehmen ins Flugzeug, weil das ist da nämlich auch so mega kalt und deshalb gehe ich auch wieder mit dabei, weil es nämlich so schön flauschig ist und Dann habe ich hier, weil ich krank bin, so ein, was ist das überhaupt, so ein Immunaufbaupülverchen, was ich dann auch noch im Flugzeug zu mir nehmen werde. Das ist wie so eine Art Kur, kann ich so einen. Dann habe ich hier mein Puder, yay, mit Spiegel, was ich als Frau ja unbedingt brauche. Und dann habe ich hier noch Kopfschmerztabletten, weil ich eine Frau bin und immer Kopfschmerzen habe, genau. Nee, aber man weiß nie. Ich meine, Kopfschmerztabletten sind immer gut. Und falls ich eine Blase habe an meinen Füßen, habe ich eine Blasenpflaster. Was ich aber bei diesen Schuhen wahrscheinlich nicht brauche. So, jetzt muss ich das alles wieder hier einräumen. Aha, das wird ein Spaß. Nicht. So kommen wir nun zu den Seitentaschen. Hier habe ich eine Schaumgummi-Nagelfeile dabei, weil halt meine Nägel so schnell abbrechen und der hier ist mir schon abgebrochen, sieht voll scheiße aus. Und ich habe Plastikbesteck dabei, weil man ja nie weiß, ne? Wobei das ist immer hier drin, immer. Ist immer praktisch. Dann habe ich hier so ein Akku-Dingsbums, den habe ich mal geschenkt bekommen von der Firma, an der ich früher gearbeitet habe. Der funktioniert übrigens einfach mit dem Kabel normal vom Aufladegerät, vom Handy. Dann ist hier die besagte Zahnbürste. Oh, danke. Dann habe ich hier noch einen Kugelschreiber von Google. Ich liebe den Kugelschreiber, der ist so cool. Und dann habe ich hier dieses Kabel. Das ist das Aufladekabel für den Akkulader-Batterie-Dings. Dann habe ich hier noch mehr. Ha! Das ist ein Desinfektionsgel, was ich mir gekauft habe. Und es ist mit Dissling Diamond. Also es glitzert. Ja, oh mein Gott, es ist so schön. Ich habe mir das auch in San Francisco noch gekauft, bevor ich abgeflogen bin. Oh mein Gott, es riecht sogar noch gut. Ja, das glitzert ein bisschen, aber nur ein bisschen. Oh, shit, was habe ich hier gemacht? Guck mal, ich blute. So, und ja, dann habe ich hier noch, Tampons für Durchfälle. Man weiß ja nie. Vielleicht hat ja auch eine Freundin oder so Probleme. Auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man sowas dabei hat. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir ein kleines Portemonnaie. Hier sind meine Schweizer Franken drin. Eine zusätzliche Speicherkarte. Und ein Stick. Also mein Stick. Der hat 32 GB und da habe ich alles drauf, was irgendwie mit YouTube zu tun hat.
Weil ich ja normalerweise zu Hause am PC arbeite und diesmal aber das Laptop dabei hatte. Und deshalb musste ich das irgendwie doppelt mit dabei mitnehmen und so. Und dann habe ich hier meinen Hausschlüssel, den ich natürlich nicht im Koffer haben möchte. Vor allem, wenn ich den nicht mehr aufbringe. Ich kriege den nicht mehr auf, ich bin so dumm. Mit so einem Balmi dran, den ich zwar eigentlich im Moment gerade nicht brauche, weil ich ja mein Anna-Lippen-Pomade-Dings dabei habe. Aber es ist Make-up praktisch. Kriegt ihr auch im House of Make-up so wie eigentlich alles. Und das hier, ich habe das, falls du das siehst, ich habe das mal vor irgendwie anderthalb Jahren oder so von einer Zuschauerin bekommen. Ich habe das immer noch da an meinem Schlüssel. Ja, ich denke jedes Mal an dich, wenn ich das sehe. Danke nochmal dafür. Ja, und oh mein Gott, das war's. Und natürlich habe ich hier ein Wasser, also von Fiji. Es war mega teuer, also es ist natürlich, ja klar, Flughafenpreis und so. Ach ja, ich habe es fast vergessen, dann habe ich hier, das steckt hier aber gerade dran, ein Aufladegerät. Ja, das ist das von, fürs iPad, weil es einfach viel schneller geht. Und natürlich ein Adapter, weil sonst komme ich nicht weit. Hier in Amerika, so. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja was irgendwie gesehen, was ich dabei habe, was ihr nicht dabei habt oder vielleicht euch irgendwie inspirieren lassen, keine Ahnung. Übrigens, so ein Nackenkissen habe ich nicht, halte ich für ziemlich unnötig. Ich habe das letzte Mal, ich habe mir überlegt, ob ich eins kaufen soll hier, aber ich habe auch den Hinflug ohne sehr gut überlebt und es sind immerhin doch nur 11 Stunden. Ja, und von dem her lasse ich das einfach sein und was geht's los in 1 Stunde, ja in 50 Minuten ist einchecken. Oh. Und dann bin ich irgendwie 12 Stunden später in Zürich, nochmal irgendwie 2 Stunden später endlich zu Hause. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis ein andermal. Tschüss! Life too unpredictable, take control of